Die Demo zu Endzone 2 ist auf Steam seit kurzem für alle spielbar und ich habe Lust darauf, mit euch die erste kleine Siedlung zu bauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dranbleibt. Auf geht's. Kennt ihr Endzone? Nee? Dann habt ihr ein wirklich gutes Survival-Aufbauspiel von Anfang 2021 verpasst. Aber kein Problem, denn der zweite Teil steht in den Startlöchern. Seit kurzem ist die Demo auf Steam verfügbar und ich dachte mir, dass wir da einfach mal reinschauen zusammen und unsere erste kleine Siedlung errichten. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ja, los geht's. Ja, und während uns die freundliche Ella durchs Tutorial führt, sind wir sozusagen mit unserem Pathfinder zur ersten Siedlungsstelle gefahren und haben eine erste kleine Mini-Siedlung errichtet. Keine Angst, das, was ihr hier alles seht, das habe ich nicht gebaut. Aber ich dachte, wir überspringen so ein bisschen die ersten 2-3 Minuten. Die könnt ihr dann in Ruhe selber genießen und die Landschaft erkunden und so. Ziel für dieses Video ist auf jeden Fall, hier so eine kleine Siedlung aufzubauen. Und was wir als erstes machen müssen, wenn wir mit dem Pathfinder hier ankommen, ist eine Anlaufstelle zu bauen und die verbindet sozusagen diese Siedlung mit anderen Siedlungen, eventuell anderen Siedlungen. Also das ist das Neue in Endzone 2. Erstens, dass wir Fahrzeuge haben, mit denen wir rumfahren können und zweitens, dass wir mehrere Siedlungen errichten können und diese dann auch entsprechend managen können. Das gab es im ersten Teil nicht. Als nächstes wurde uns gesagt, jo, bau mal hier so ein Siedlungszentrum und eigentlich geht es ab jetzt los. Also das Siedlungszentrum ist wirklich unser Stadtzentrum, das kann auch später nicht mehr verschoben werden und wir müssen uns jetzt darum kümmern, dass unsere Leute, ich sag mal, ein einigermaßen vernünftiges Leben leben können. Und da seht ihr hier oben schon die ganzen Ressourcen, die es hier gibt, die wir brauchen. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen der Wichtigkeit nach sortiert. Es fängt an mit Wasser, Nahrung, Holz, Schrott und so weiter. Und als erstes müssen wir uns darum kümmern, Wasser zu bekommen. Wir haben noch 185 Wasser, das ist alles gut, aber wir verändern, also das seht ihr ja jetzt ein bisschen weiter unterhalb steht, Veränderung minus 37,5 pro Minute. Also es ist relativ schnell verbraucht. Ne? Jetzt, um Wasser zu schöpfen, werden wir jetzt einen Steg bauen. Der muss natürlich ins Wasser hineinragen. Und den baue ich jetzt einfach mal und stelle das Spiel wieder auf einfache Geschwindigkeit. Und dann lasst uns mal so ein bisschen diese schöne Grafik genießen. Im Moment ist da jetzt hier noch keine Animation und so. Ich habe auch gesagt, das ist noch ein früher Status von dem Spiel. Aber es ist geil, dass wir trotzdem schon eine Demo spielen können. Und ich finde, das sieht optisch ziemlich gut aus. Also die haben hier überall so kleine Details, so Schrott und auch hier diese Wiesen und so. Das sieht alles ziemlich cool aus. Naja, schauen wir mal, was passiert. Jetzt ist der Steg fertig, jetzt sollen wir hier, oben steht das, sollen wir noch Wasserträger einteilen. Also wir können sozusagen hier einstellen, wie viele Menschen am Steg arbeiten sollen. Und das sollen ja der 3 Steg sein. Der Steg produziert Wasser, solange ihm Arbeiter zugeteilt sind. Achte immer darauf, dass ausreichend Wasser vorhanden ist. Ja, wenn das machen knapp wir. Wenn es knapp wird, teile mehr Siedler zur Arbeit am Steg ein. Okay, also ihr merkt schon, Steg ist eine wichtige Wasser Geschichte. Wasser allein reicht nicht zum Überleben. Wir brauchen auch zu essen. Und Essen brauchen wir Baue auch, genau. Baue eine Sammlerhütte in der Nähe von Bäumen und weise auch diese Arbeitskräfte zu, damit sie nach Nahrung suchen. Das machen wir auch. Die bauen wir irgendwie hier hin. Eigentlich können wir die mal hier hinbauen. Ich will euch da nämlich gleich was zeigen. Ja, wir bauen die mal hier hin. Ihr seht aber schon, ne, hier oben, jetzt ist die Veränderung nicht mehr im Minus, sondern wir machen jetzt 25 Wasser plus pro Minute. Und das ist natürlich eine gute Sache. Und jetzt geht das eigentlich erstmal so Schritt für Schritt weiter. Ne? Also jetzt sagt, also ich habe das schon ein bisschen gespielt, das Tutorial. Nicht wirklich weit, aber die ersten Schritte kenne ich. Jetzt sagt sie uns, okay, bau eine Sammlerhütte, pack da 3 Leute rein, dann bau eine Holzfällerhütte, pack die 3 Leute rein. Standardkost, sage ich jetzt mal, für so ein Tutorial. Solange es genügend Ressourcen in um auch in Zukunft noch. Deswegen werde ich das auch so leicht überspringen. So, dann bauen wir eine Holzfällerhütte. Die bauen wir mal irgendwie hier hin. Was wir machen können, das wollte ich euch nämlich zeigen. Hier ist ja sozusagen der Kreis ringsrum, wo diese Sammler, also die Menschen in der Sammlerhütte, Nahrung sammeln. Wir können diesen Arbeitsradius aber verschieben und sagen, okay, pass auf, sammeln mal hier. Dann seht ihr auch schon, über dem Kreis steht, wie viel Nahrung da gesammelt werden kann. Wir können das natürlich auch hier hinschieben. Wenn wir außerhalb des Kreises kommen, dann kriegen wir einen Malus, dass es länger dauert und hier hinten dauert es noch länger. Aber wir können das zum Beispiel hier hinschieben. Ja, dann haben wir ein bisschen mehr Nahrung, die wir sammeln können. Und auch die Holzfällerhütte,
da können wir natürlich dann den Arbeitsradius einteilen und der sollte vielleicht nicht in den Kreis von den Sammlern gehen, weiß ich jetzt nicht so genau. Aber das können wir dann sozusagen alles so ein bisschen optimieren, ne? Also wir können jetzt hier zum Beispiel sagen, holt mal hier Holz. So, und dann Klasse. Stellen wir zwei Holzfäller Deine ein. Deine Holzfällerhütte produziert und weiter bereits. Geht's. Im Übrigen, wenn eine Produktionsstätte in der Nähe eines Lagerhauses steht, kann sie schneller produzieren. Du hast zwar keine Lagerhäuser, aber das Siedlungszentrum hat denselben Effekt. Genau, habt ihr das gehört? Also immer wenn... Neben Holz ist Moment, der wichtigste Baustoff. Schrott, ja, alles gut. Wir machen kurz Pause. Das ist eine Spielmechanik, auf die man auf jeden Fall achten sollte. Und ich finde, es wird ein bisschen, eventuell ein bisschen spät im Tutorial erwähnt, weil ich sag mal, den Steg und alles Mögliche, das hat man ja jetzt schon gebaut. Wenn wir jetzt auf die Holzfällerhütte klicken, dann seht ihr hier unten, kann man Boni freischalten. Und zwar Effizienzbonus. Steigert Gebäudeeffizienz um 10%, weil wir ein Lager im Umkreis haben. Und das Lager, hier ist es auch mit diesem grünen oder mit dem Symbol, mit dem grünen Plus, dargestellt. Ist im Moment unser Siedlungszentrum. Also alles, was sich hier in diesem Kreis befindet, kriegt einen Bonus. Also deswegen habe ich nämlich auch die Sammlerhütte schon in weiser Voraussicht noch so knapp daran gebaut, dass wir einen Bonus bekommen. Und wenn wir jetzt einen Schrottplatz bauen, dann seht ihr, das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, ich muss das kurz erklären. Dieser weiße Kreis darum, das ist der Kreis, in dem Schrott gesammelt wird. Das heißt aber nicht, wenn, guck mal, jetzt ist der weiße Kreis ist sozusagen nicht so ganz dran, aber wir bekommen trotzdem den Bonus. Also den Kreis kann man ja auch verschieben, aber auf den Bonus, dass wir den erhalten, da müssen wir achten, dass das sozusagen im Umkreis von dem Siedlungszentrum ist. Und deswegen habe ich das so gebaut und deswegen platzieren wir auch jetzt hier einfach mal den Schrottplatz. Was ich übrigens bei Endzone richtig cool finde, und das gab es im ersten Teil schon, ich weiß nicht, ob es das erste Spiel ist, was das wirklich so macht, aber ich finde diese Linien, diese Hilfslinien, die mir angezeigt werden, wirklich toll, weil es nervt mich bei Spielen manchmal unheimlich, wenn ich irgendetwas, also an einer langen Straße bauen will und dann immer gucken muss, bin ich jetzt richtig hier und oh, oder habe ich es doch eins, zwei drüber gebaut, dann muss ich das Gebäude nochmal verschieben. Das brauchst du hier nicht, weil hier siehst, ich weiß nicht, ob ihr das gut seht, aber ich sehe es relativ gut. Die dicken schwarzen Linien, das ist sozusagen, sind die ja, die Seiten von den Gebäuden. Und da kannst du halt genau sehen, wenn ich das jetzt hier hinbauen würde, könnte ich links neben dem Gebäude eine Straße hochziehen und das wäre alles gut. Also das ist schon wirklich schön gemacht. Also keine Ahnung, ob es das woanders auch gibt, aber bei Endzone 1 ist mir schon das erste Mal aufgefallen und das fand ich richtig gut. Gut gemacht. Allerdings schlafen unsere Siedler noch immer unter freiem Himmel. Bevor wir diese Siedlung weiter vergrößern, sollten wir das ändern. Unterkünfte sorgen für Wohnraum und können die Effizienz deiner Produktion erhöhen. Jedes Gebäude gehört zu einem von drei Siedlungszweigen. Je mehr Gebäude eines Siedlungszweiges in der Siedlung stehen, desto weiter schreitet diese auf diesem Zweig voran. Dieser Fortschritt ermöglicht es uns, neue Gebäude dieses Zweiges zu erforschen. Zur Forschung später mehr. Das ist noch nicht alles. Auch Produktionsgebäude, die ein Wohnhaus des gleichen Siedlungszweigs in der Nähe haben, arbeiten deutlich effektiver. Steht ein ökologisches Zelt neben einem Steg, arbeitet dieser effektiver. Schrottplatz und Holzfällerhütte profitieren hingegen von ökonomischen Zelten. Okay, auch das ist eine neue Mechanik. Diese Gebäude, ich weiß nicht, ob das jetzt von dem, was Ella gesagt hat, genau verstanden habt. Aber also diese Gebäude werden eingeteilt. Hier zum Beispiel, das ist ein Wirtschaftsgebäude. Das ist auch ein Wirtschaftsgebäude. Der Steg aber wiederum ist ein Ökologiegebäude. Genauso wie die Sammlerhütte. Und wir können diese Gebäude sozusagen, wenn wir sie zusammenstellen oder gewisse andere Gebäude dazu bauen, auch dort die Effizienz steigern. Und das Einfachste ist jetzt sozusagen diese Unterkünfte, die wir jetzt bauen sollen. Hier gibt es jetzt wirtschaftliches Zelt, ja, und das gehört zum Siedlungszweig Wirtschaft. Und wenn ich das hier hinbaue, oder wir können es auch, wo bauen wir das denn am besten mal hin? Bauen wir es hier hin? Wir machen zwei. Hier habe ich ein bisschen eng gebaut, so das war mir jetzt irgendwie nicht so richtig bewusst. Aber ist auch egal, wir bauen mal zwei hier hin und dann werden wir gleich sehen, dass sozusagen der Schrottplatz effizienter arbeitet. Und genauso machen wir das aber auch hier mit den ökologischen Zelten, die wir praktisch also hier hinbauen und hier hinbauen.
denn diese Zelte sollen sozusagen unsere Sammlerhütte und den Steg da die Effizienz steigern. Jetzt warten wir kurz, bis das fertiggestellt ist, dann kann ich euch das vielleicht auch optisch nochmal zeigen. Hier steht es dann dabei, ne? Holzfäller. Solange sie genügend Wohnraum haben, werden unsere Siedler sich vermehren und Kinder bekommen. Ja. Kinder sind die Arbeitskräfte von morgen und können arbeiten, sobald sie erwachsen sind. Sie sagt das so freundlich, ne? Unsere Siedlung gedeiht. Jetzt wollen wir eine neue Ressource produzieren. Plastik. Errichte dafür einen Recycler. Ist der Schrottplatz in der Nähe des Recyclers? So produziert dieser schneller. Okay. Aber ihr habt es gesehen, ne? Also bei dem Gebäude, dieses Plus, da steht zum Beispiel hier unten dran, befinden sich Wohnhäuser desselben Siedlungszweiges im Umkreis, arbeitet dieses Gebäude effizienter. Und da muss man dann halt einfach ein bisschen drauf achten. Hier ist das ja auch so, hier sind zwei Häuser sozusagen drin, dass man die Wohnhäuser dann entsprechend so aufstellt. Und eben sagte sie ja auch, wir sollen jetzt einen Recycler aufstellen. Und wenn der in der Nähe von dem von dem Schrottplatz ist, auch dann arbeitet der effizienter. Also in dem Spiel kommt es schon stark darauf an, dass man sich einen Plan macht, wie man Gebäude sozusagen richtig platziert. Und ich mache das jetzt hier natürlich komplett stümperhaft, weil ich sozusagen weiter als hier habe ich auch noch nicht gespielt in der Demo. Und manchmal kommen mir die Informationen im Tutorial auch ein bisschen spät. Aber das ist also etwas, wo man dann, wenn man wirklich ernsthaft mal dieses Spiel angeht, wirklich, wirklich drauf achten muss. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz coole Komponente. Also das macht schon Bock, dass man alles so aufbauen kann, dass es viel effizienter arbeitet. Das finde ich irgendwie cool. Ne? Also wir sehen jetzt zum Beispiel hier, das ist ein Ökologie-Ding. Vielleicht hätte ich das andersrum bauen sollen, dass die Ökologiegebäude hier sind und der Recycler sozusagen der Mittelpunkt zwischen den Zelten sind, damit der auch noch was von den Ökologiezelten mitbekommt und so weiter. Also das ist schon nicht ganz Gebäude, ohne planerisch die gesehen. Weiterverarbeiten, arbeiten schneller, wenn sie nahe an ihrer Quelle sitzen. Der Recycler benötigt Schrott, um Plastik herzustellen. Daher profitiert er von der Nähe zum Schrottplatz. Ja. Der Werkzeugmacher benötigt nicht nur Schrott, sondern auch Holz. Am besten ist es, wenn beide Ressourcen in seiner Nähe produziert werden. Aber keine Sorge, wenn du ihn nicht perfekt platzieren kannst. Er wird natürlich trotzdem seiner Arbeit nachgehen. Okay, also, dann bauen wir doch als nächstes die Werkstatt. Und die bauen wir. Ich hätte die schon gerne hier irgendwo reingebaut. Da können wir eigentlich hier reinbauen. Vielleicht brauchen wir dazwischen gar keine Straße, oder? Es gibt ja auch, ich weiß gar nicht, ob man Straßen bauen kann. Ich glaube schon. Hier gibt es ja Straßenmenü, Straße abreißen, Schotterweg. Aber die werden anscheinend auch automatisch hier, wo viel Bewegung ist sozusagen, da werden Straßen kreiert. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Also wir bauen jetzt, lassen wir die Werkstatt kurz zu Ende bauen, packen da zwei Werkzeugmacher rein. Und dann schauen wir mal, wie die Produktion weitergeht. Im Moment sind wir hier überall im Plus, was sich erstmal ganz gut liest, würde ich sagen. Sehr gut. Wir haben nun Plastik und Werkzeug, die in manchen Gebäuden für die Produktion benötigt werden. Sie sind ebenfalls wichtig, um komplexere Gebäude überhaupt erst bauen zu können. Die Siedlung wächst und bald wird die Versorgung nicht mehr ausreichen. Mehr Siedler verbrauchen auch mehr Nahrung und Wasser. Baue eine Fischerei, um die Sammlerhütte zu unterstützen. Okay, also jetzt sollen wir eine Fischerei bauen. Nahrung, Fischerei. Und die bauen wir einfach mal hier so hin. Oh, wir haben nicht genug Materialien, sehe ich gerade. Wir brauchen 5 Werkzeuge, stand da, glaube ich. Jetzt warten wir kurz das automatische Speichern ab. Also Ladezeiten sind in dem Spiel im Moment noch ganz schön krass, auch Speicherzeiten und so. Aber, achso, fehlende Ressource. Da müssen wir kurz warten, bis wir 5 Werkzeuge haben. Ich stelle das Spiel mal ein bisschen schneller, damit das nicht so ganz so lange dauert. 3 Werkzeuge haben wir schon, 4. Da ist das 5. Okay, perfekt. Dann würde ich sagen, warten wir kurz, bis die Fischerei fertig gebaut ist. Dann teilen wir 2 Fischer ein. Einen Wasserträger sollen wir noch dazu einteilen. Die Fischerei ist zwar effektiver als die Sammlerhütte, verbraucht jedoch für ihre Produktion stetig Werkzeug. Okay. Gibt es kein Werkzeug, kann die Fischerei nicht arbeiten.
Umgekehrt produziert die Fischerei schneller, wenn Werkzeuge in ihrer Nähe produziert werden. Ja, das sind alles so Sachen, die man natürlich vorher nicht weiß. Jetzt habe ich hier sozusagen die Werkstatt hier hingestellt, aber die Fischerei wäre effektiver, wenn Werkzeuge in der Nähe hergestellt werden. Also man müsste die Gebäude, um das perfekt Nun zu machen, anders platzieren. Nun benötigen wir noch Stoff, um weitere Zelte errichten zu können. Stoff wird aus Fasern hergestellt und die müssen wir erst anpflanzen. Baue dafür eine Plantage in der Nähe von fruchtbarem Boden. Okay. Nur auf diesem kannst du ein Feld anlegen. Dann machen wir das mal. Und zwar unter Rohstoffe, Plantage. Ich glaube, also fruchtbare Feld ist sozusagen das, was hier grün dargestellt wird. Und ich glaube, die Plantage muss da nicht drauf sein, sondern später das, was wir anbauen wollen, muss da drauf sein. Ich baue die jetzt einfach mal hier hin und überlege. Nee, warte mal. Wie können die? Hier hätten wir beides, ne? Unten die Boni, ne? Wir haben Wohnhaus desselben Siedlungszweiges und ein Lager im Umkreis. Das würde ich jetzt einfach mal tatsächlich so machen. Jetzt warten wir kurz den Bau ab. Und ich glaube, dann muss man sozusagen so ein bisschen wie in Anno, jetzt nicht wirklich so, aber dann die Felder ziehen, wo man anbauen möchte. Sehen wir gleich. Ja, auf jeden Fall steht hier schon, dass wir eine Anbaufläche anlegen müssen. Hier, Anbaufläche 100. Okay. So, das sind schon praktisch 100. Ja, haben wir. So, dann Plantagenarbeiter, auf jeden Fall. Gut einen. Gemacht. Bisher auf können geht's. Wir nur Fasern pflanzen. Aber wenn wir weiteres Saatgut finden, können wir das auch auf der Plantage anbauen. Okay. Die Fasern werden in einer Weberei zu Stoff verarbeitet. Mhm. Diese braucht neben Fasern auch Wasser. Achte also darauf, dass immer genügend Wasservorräte vorhanden sind. Ja, das mit dem Wasser hat sie jetzt nun öfter gesagt und ich bin mir dessen auch bewusst, dass wir es brauchen. Im Moment, das Lager ist ja fast voll, ne? Also wir haben wirklich fast ein volles Lager. Aber mal schauen. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall eine Weberei. Und ich nehme mal an, dass wir auch diese Weberei irgendwo vielleicht hier hinbauen sollten. Ist es, Produktion Wasser wäre noch gut. Das können wir alles gerade im Moment nicht beachten, also das perfekt zu bauen. Aber das, ich sag mal so, das weckt ein bisschen den Ehrgeiz in mir, irgendwann eine Siedlung zu bauen, wo wirklich alles perfekt aufeinander abgestimmt ist. Also das ist ja gerade das Geile an so Aufbauspielen, dass man dann so ein bisschen rumtüfteln kann und dann gucken kann, wie man das im Endeffekt so baut, dass es wirklich gut funktioniert. Also so wie ich das jetzt gemacht habe, auf jeden Fall nicht. Aber da will ich mal zu meiner Verteidigung sagen, da wusste ich ja auch noch nicht, wie das Ganze funktioniert. Jetzt warten wir hier mal die Weberei ab. Ich weiß nicht, wie weit das Tutorial jetzt noch geht, denn das habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Spitze! Jetzt kannst du weitere Zelte für unsere Siedler errichten, um Platz für neue Einwohner zu schaffen. Okay, dann werden wir gleich noch ein paar Zelte errichten. Das ist auch nötig, denn wir werden eine Menge fleißiger Hände brauchen. Denke daran, die Zelte in der Nähe der passenden Produktionsgebäude zu platzieren, damit diese effektiv... Ja, also das werden wir auch tatsächlich versuchen, aber wie gesagt, so ganz einfach ist das nicht. Gesellschaftlich brauchen wir, glaube ich, im Moment noch nicht. Wir könnten hier ökologische... Achso, hier kann man dann so drüber fahren und dann sieht man das. Also wir könnten auf jeden Fall ein ökologisches Zelt vielleicht noch... Wo errichten wir denn das? Hier, da würden wir drei Gebäude erwischen. Das ist doch schon mal nicht so schlecht, ne? Machen wir einfach mal. Oh, wir brauchen dafür 5 Stoff. Naja, gut. Baue einfache Unterkünfte. Oh, okay. Wir müssen noch 4 Unterkünfte bauen. Da brauchen wir ja richtig viel Stoff. Das heißt, ich würde jetzt tatsächlich die Spielgeschwindigkeit mal deutlich erhöhen. Ist auch geil, dass es hier so Tag-Nacht-Wechsel gibt, ne? Also wenn, jetzt mal im Ernst. Also das ist schon, es ist schon hübsch. Ist schon ein gutes, gut aussehendes Spiel. Sagen wir es mal so. Finde ich echt cool. So, dann können wir hier das nächste bauen. Und hier bauen wir gleich noch so ein Industrieding hin. Müssen aber leider wieder auf Stoff warten. Das dauert ein bisschen. Vielleicht können wir hier noch eins hinbauen. Oh, guck
Guck mal, da erwischen wir richtig viele. Weil dann wird ja auch die Weberei ein bisschen effektiver. Was für unser Vorhaben jetzt sicherlich nicht so verkehrt ist. Machen wir einfach mal dahin. Und ein weiteres Gebäude brauchen wir noch. Das würde ich dann sozusagen vielleicht ja, hier platzieren. Das machen wir dann hier hin. Also weitere Zelte. Dank unserer gemeinsamen Anstrengungen wird unsere kleine Siedlung bald gar nicht mehr so klein sein. Das freut mich. Guck mal, wir haben schon 11 Kinder. Okay, krass. Wenn sich die Bevölkerungszahl erhöht, muss auch die Versorgung der Siedlung wachsen. Außerdem steht, kannst du auch Brunnen errichten, die Wasser aus feuchten Sumpfböden pumpen können. Aha, okay. Brunnen, das wird natürlich dann interessant. Wo sind denn feuchte... Zählt das hier als feuchter Sumpfbrunnen, oder... Wahrscheinlich. Ich bin mir nicht sicher. Ach, oder? Nee, da kann ich es nicht. Ah, Sumpf. Hier unten ist ja die Beschreibung. Okay, das heißt, wir müssen erstmal Sumpf finden. Hier wäre Sumpf. Oh, das ist natürlich weit, weit weg von dem, was wir gebaut haben. Könnt ihr euch für euer Spiel ja schon mal merken. Vielleicht baut ihr dann... wobei, hier ist auch... Überhaupt kein Wasser in der Nähe. Wo war denn der Sumpf jetzt? Da. Ja, bauen wir hier mal einen Brunnen hin, würde ich sagen. Und auch das warten wir ab. Also im Tutorial merkt ihr schon, es ist schon immer einseitig. Ne? Baue das Gebäude, warte bis das fertig ist, dann teile Arbeiter zu und ja, immer so weiter. Ne? Also das ist halt... ist halt aber, glaube ich, einfach so. Hier sollen wir noch Gebäude bauen, die Nahrung produzieren. Also noch ein weiteres. Ich würde ja fast sagen, wie sieht es mit Werkzeugen aus? Ach, wir können, glaube ich, noch mal eine Sammlerhütte bauen, damit wir die Werkzeugdingsbums nicht so sehr belasten. Und die bauen wir tatsächlich dann auch hier hinten bei dem Brunnen, oder? Was haltet ihr davon? Wir probieren das mal aus. Wenn irgendwas blöd ist, ich meine, das ist jetzt die Demo-Version, da wird schon nichts... großartig schief gehen. Ich stelle das Ganze mal ein bisschen schneller, damit das hier, der Baufortschritt beim Brunnen, der ist natürlich auch wirklich ewig lang. Zack, zack, die Versorgung ist stabil. Bald werden unsere Lager vollgefüllt sein. Okay, cool. Mal gucken, was jetzt passiert. Wenn die Lager voll sind, musst du ihre Kapazität erhöhen. Ja, okay. Es gibt ein Lager für Wasser, eines für Nahrung, und eines für alle anderen Materialien. Oh. Platziere Lager in der Nähe deiner Produktionsstätten, damit diese schnell produzieren können. Ja, da habe ich vielleicht ein bisschen sehr eng gebaut, den ganzen Kram. Aber wir haben auf jeden Fall, also eine Zisterne haben wir, erhöht die Lagerkapazität für Wasser, steigert die Produktion. Da ist vielleicht dann eher die Idee, das Ding hier hinten hinzubauen, weil ich würde behaupten, dass man in Zukunft vermutlich mehrere Brunnen hier noch errichtet. Und dann würde ich das einfach mal hier hinbauen. Ja, das ist doch vermutlich gut. Dann bauen wir ein Nahrungslager. Das würde ich dann wiederum gerne hier hinten hinbauen. Nahrungslager. Weil hier haben wir einmal, wie heißt es? Nee, hä? Wo ist denn das Gebäude? Ah ja, die Sammlerhütte und wir haben die Fischerei. Und hier könnte man natürlich noch ein bisschen Fischerei irgendwie ringsrum bauen. So, und dann haben wir ein Materiallager. Das sollte natürlich dann irgendwo hier hin. Kommen wir einfach mal so da rein. Da bin ich gespannt, was noch kommt. Also, ob man wirklich Straßen bauen muss und so. Es gibt ja zumindest ein Straßenmenü. Berufe. Ach so, ah, okay, okay. Hier können wir das dann auch anscheinend direkt ändern. Das ist geil. Okay, so ein Menü ist geil. Also sowas gefällt mir immer, wenn man ja nicht die einzelnen Gebäude so mikromanagen muss und dann da sagen muss, hier, hier, da und so. Sowas, also ich muss sagen, ich habe es jetzt länger nicht gespielt, aber sowas würde mir bei Manor Lords richtig gut gefallen. Ich weiß nicht, ob es sowas mittlerweile gibt, aber da fand ich das Micromanagement schon echt heftig. Aber ja, gut, wir warten jetzt hier, dass die Zisterne fertig wird. Das dauert, glaube ich, einfach ein bisschen, weil das so weit ab vom Schuss ist, ne? Oder? Ich finde sie nicht mehr. Hier.
Ja, ich glaube, das ist einfach, weil das sehr weit von der Siedlung weg ist. Deswegen dauert das immer ein bisschen länger. Jedes Lager erhöht die maximale Anzahl an Ressourcen, die in einer Siedlung eingelagert werden Ja, können. okay, Wenn verstanden. deine Lager voll sind, können Gebäude nicht weiter produzieren. Auch macht auch Neben Sinn. der geringen Distanz zu einem Lagerhaus ist für Produktionsgebäude eine gute Erreichbarkeit wichtig. Eine Ah. Produktionsstätte produziert effektiver, wenn sie durch eine Straße mit dem Siedlungszentrum. Okay, guck mal. Das heißt, wir müssen tatsächlich Straßen errichten. Hier war jetzt gerade ein Fragezeichen, was ich nicht richtig nachvollziehen kann. Aber das heißt, wir gehen jetzt auf das Straßenmenü und wir sagen Schotterweg, ne? Und ja, das ist blöd, dass ich da jetzt hier sozusagen keinen Platz freigelassen habe, aber wir können Super! vielleicht. Je mehr Gebäude du mit deinem Straßennetzwerk verbindest, desto stabiler wird die Produktion deiner Siedlung ablaufen können. Das verstehe ich. So, dann können wir aber das hier so ein bisschen, alles so ein bisschen verbinden. Also ich habe ja generell schon ein bisschen Platz irgendwie freigelassen. Aber das finde ich irgendwie ist eine ganz gute Sache. Die Frage ist, ob wir, warte mal, wir können das hier vielleicht noch runterziehen. Und kostet das eigentlich, nee, kostet gar nichts. Schotterweg. Wenn Ob unsere wir jetzt Wirtschaft hier die gedeiht, Zisterne verbraucht noch sie auch mehr anbinden. Ressourcen. Ein Glück, dass wir unser Holz nachwachsen lassen können. Dafür haben wir die Baumschule. Okay, eine Baumschule gibt es also auch, finde ich irgendwie ganz cool. Jetzt ziehen wir das mal hier kurz hin. Wo müssen wir? Da müssen wir hin. Also das weiß ich jetzt nicht, ob das was bringt, weil dieser Weg ist natürlich ultra lang. Aber gucken wir mal. Also eigentlich müsste ja jetzt hier in dem Gebäude stehen. Doch, guck mal, ist mit Straßennetz zum Siedlungszentrum. Selbst das funktioniert, obwohl die Straße wirklich am Arsch der Welt ist. Das Gebäude am Arsch der Welt ist. Also selbst solche langen Wege bringen uns Effizienzsteigerung. Wie viel denn eigentlich? 10%. Und da muss man ja einfach mal sagen, Straßen oder die Schotterstraßen kosten nichts. Hä, doch, warte mal. Da steht Baukosten 1. So, hat doch was gekostet. Ja, aber ehrlich gesagt, relativ wenig. Also sonst hätte ich ja nicht so eine riesen Straße jetzt hier langziehen können. Also das ist schon wirklich sehr okay. Und das scheint was zu bringen. 10% Effizienzsteigerung ist auf jeden Fall nicht wenig. Gut, jetzt wurde uns gesagt, wir haben eine Baumschule. Die würde ich mal. Ja, wo platzieren wir die denn hin? Boah. Keine Ahnung. Machen wir mal hier hin. Dann können wir hier weiter aufforsten. Ne? Wir haben ja hier irgendwo haben wir noch die Sammlerhütte. Ja, schau mal. Diese. Oh, guck mal. Wo haben wir denn die Holzfällerhütte nochmal hingebaut? Hier. Ja, die haben ja auch noch kaum noch was zum Sammeln. Ja, da müssen wir auf jeden Fall mal hier so ein bisschen aufforsten. Das auf jeden Fall. Gut, wo wird unser Gebäude jetzt gerade gebaut? Da, ne? Baumschule, Förster Klasse! einstellen, auf Die geht's. Baumschule wird Bäume in ihrem Arbeitsbereich pflanzen, die von der Holzfällerhütte wieder verwendet werden können. So schaffen wir einen gesunden Kreislauf. Ja, cool. Die Geigerzähler schlagen aus. Uns steht toxischer Regen Oh bevor. shit. Ohne ausreichende Schutzkleidung sind wir der Strahlung ausgeliefert. Das könnte unser Ende sein. Okay, das heißt, Oh wir brauchen. nein! Ich habe gehofft, dass wir mehr Zeit haben. Wir müssen jetzt schnell handeln. Um uns vor Strahlung zu schützen, brauchen wir Schutzkleidung. Für den ersten Bestandteil einer kompletten. Okay, also wir brauchen Kohle. Produziert Kohle aus Holz. Das ist ja schon mal nicht so verkehrt. Was ist denn das hier? Achso, da geht generell einfach die Zufriedenheit gerade nach unten, ne? Okay. Dann. Ich breche das mal ab, das automatische Speichern. Dann schauen wir mal, ob wir das doch irgendwie hinkriegen. Also das scheint ja jetzt sozusagen. Vielleicht ist das dann auch schon Ende vom Demo oder so. Ich weiß es nicht, wie lange das Ganze geht. Kohle wird aus Holz hergestellt. Ja. Wenn das Holz knapp wird, teile weitere Siedler der Holzfällerhütte zu oder errichte eine zweite. Ich würde fast sagen, wir bauen eine. Wieso ruckelt das Spiel jetzt so wie verrückt? Eieiei, ei, ei, das ist ja heftig. Ich tapp mal kurz raus.
Jetzt hat es tatsächlich gefixt. Leute, raustappen ist immer eine verdammt gute Idee. Nee, nicht Plantage. Ich wollte hier nochmal eine Holzfällerhütte hinbauen. Aus Kohle und Stoff kann die Schneiderei Schutzmasken herstellen. Die sollten fürs Erste ausreichen. Stoff produziert unsere Siedlung bereits. Und um Kohle hast du dich gerade gekümmert. Brauchen wir aber noch eine Schneiderei, nehme ich an, ne? Da ist die Schneiderei. Ja, ich würde sagen, die bauen wir auch einfach hier irgendwo hin. Hier teilen wir jetzt noch Arbeiter ein. Wir haben ja genügend Arbeiter. Also wir haben noch 7 freie Arbeiter. Es steht in dem Menü auch mal, wie viele freie Arbeitskräfte wir haben. Sehr gut. Gut. Die Schutzkleidung ist ein wahrer Segen. Sie wird automatisch an die Siedler verteilt. Wenn eine Siedlung verstrahlt ist, aber unsere Siedler ungeschützt, kann dies das Ende der Siedlung bedeuten. Wir haben es befürchtet. Der Regen bringt tatsächlich Strahlung mit sich. Oh, shit. Toxischer Regen. Je höher die Strahlung auf einer Zone ist, desto besser müssen wir unsere Siedler schützen. Wenn die Schutzkleidung mal nicht ausreicht, erhöht sich die Strahlenbelastung der Bewohner. Bei zu hoher Strahlenbelastung werden unsere Siedler nach und nach daran sterben. Auch wenn der Schutz vorerst ausreicht, sollten wir uns bald auch gegen potenziell stärkere Strahlung wappnen. Okay, alles klar. Also im Moment sieht es ja noch gut aus, ne? Die Verstrahlung von Siedlern liegt bei 1%. Eben war es noch 0, deswegen wollte ich sagen, sieht noch gut aus. Egal ob durch die Strahlung, schlechte Versorgung oder einfach durch zu hohes Alter. Früher oder später müssen wir uns von jedem Siedler verabschieden. Wir brauchen einen Ort, an dem wir die Toten zur Ruhe betten können. Okay. Auch das müssen wir also, da müssen wir also drum kümmern. Friedhof. Ah, und das sind auch diese Gesellschaftsgebäude. Okay, verstehe. Ich meine, klar, natürlich macht ein Friedhof auch komplett Sinn. Also das ist schon, es ist auf jeden Fall sinnvoll. Die Strahlung sieht ja gut aus. Also überstehe die steigende Strahlung. Ich glaube, das kriegen wir hin. Jetzt bauen wir einen Friedhof, weise eine Fläche für Gräber aus. Aha. Und teile einen Bestatter ein. Das machen wir jetzt gleich mal. Und dann brauchen wir eine Fläche für Gräber. Das machen wir einfach hier hin. Vielen Dank. Jetzt haben wir einen Ort zum Trauern und Gedenken an die, die vor uns kamen und gehen mussten. Ich denke, wir haben hier Wurzeln geschlagen und können damit anfangen, diese Siedlung weiter auszubauen. Dafür brauchen wir stabileres Baumaterial. Wir sollten Ziegel brennen und dafür brauchen wir Lehm. Oha, okay. Lehm können wir noch nicht einfach so abbauen. Für manche fortgeschrittenen Technologien fehlt uns das nötige Wissen. Dieses Wissen müssen wir erst sammeln. Jetzt geht es um die Forschung, was sie am Anfang schon angekündigt hat. Bin ich gespannt, wie das funktioniert. Da habe ich nämlich tatsächlich auch noch nirgendwo gesehen in keinem Video oder sonst was. Um forschen zu können, musst du zunächst im Ödland altes Wissen aufspüren. Okay. An manchen der Ruinen dort kannst du nämlich eine Expedition starten. Wenn du die Ruine gründlich genug untersucht hast, erhältst du einen oder mehrere Wissenspunkte. Aber nicht jeder Ort kann auf diese Weise erkundet werden. An manchen gibt es lediglich einige Ressourcen aufzusammeln. Um also Wissen zu bekommen, brauchen wir eine Ruine, die wir mit einer Expedition erkunden können. Okay, alles klar. Also das wird jetzt nochmal umfangreich hier, wa? Sende ein Fahrzeug aus, um an einer Ruine Wissenspunkte zu sammeln. Okay, ja, wir haben ja nur ein Fahrzeug. Bin am Steuern. Heißt das, ich muss da einfach mit dem Fahrzeug hinfahren? Motor läuft. Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal irgendwo hin. Halten mal Ausschau hier nach Siedlungen. Wir sind am Anfang ziemlich sicher an ein paar vorbeigefahren. Und da gucken wir mal, ob das sozusagen so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Dass wir da jetzt wirklich mit diesem Fahrzeug einfach hinfahren. Und dann vielleicht, guck mal, hier ist zum Beispiel schon irgendwas, aber irgendwas mit Telefon. Verstanden. Hier ist auch was. Da fahren wir jetzt mal hin. Und dann gucken wir uns das mal in Ruhe an. Lagerhalle. Interessanter Ort. Expedition. Sende ein Fahrzeug zu diesem Ort. Ja, bin am Steuer. Ich machen. Ach so, warte mal. Motor hätte ich... läuft. Expedition starten. Okay, jetzt geht's los. Eine alte Lagerhalle. Wir sollten uns darin mal umsehen. Vielleicht finden wir etwas Nützliches, das wir mitnehmen können.
Muss ich das jetzt selber hier? Bin unterwegs. Hier gibt es dann ganz viele Sachen. Diese Steuereinheit braucht Strom, um zu funktionieren. Ja, okay. Unterwegs. Ja, mach mal auf hier, die Bude. Ich sehe mir das an. Was hat er da dran gefunden? Plastik. Ach, jetzt muss ich das auch noch selber hier erkunden. Ach, du Scheiße. Ich nehme das mit. Eisen, ja, okay. Was haben wir denn hier noch? Container, ja, guck mal in den Container. Das ist auch ein Generator. Ach so, den anzumachen, den mache ich jetzt an, dann geht wahrscheinlich das Tor auf oder irgendwas. Ich sehe mir das an. Dieser Generator ist noch gut in Schuss. Aber ohne Kraftstoff können wir ihn nicht benutzen. Bin dabei. Hier liegen Kanister mit Benzin. Ah, ob wir die gebrauchen können? Ja, ich glaube schon. Ja, aber Moment, hat er die jetzt schon eingesammelt? Wird erledigt. Der Generator läuft und liefert Strom. Aha, siehst du mal. Erledigt. Krass, hier muss man mit so einem einzelnen Forscher oder was das ist, auch noch rumrennen. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Ja, aber lass uns hier mal gucken, was hier so gibt. Was haben wir hier? Kupfer haben wir gefunden. Dieser alte Safe ist ohne erheblichen Aufwand nicht zu knacken. Das hat geklappt. Dieser alte Safe ist ohne erheblichen Aufwand nicht zu knacken. Okay. Das packe ich ein. Blei hat er noch gefunden. Arznei, sehr gut. Wird erledigt. Und Stoff. Ja, und den Safe kriegen wir nicht auf, weil wir das nötige Werkzeug unterwegs sozusagen nicht dabei haben. Jetzt müssen wir gucken. Expedition beenden, ne? Einzeln transferieren, Maximum transferieren. Das nehmen wir natürlich alles mit, das ist ja wohl klar. Unsere Erforscher haben diese Ruine ausgiebig erkundet und so einen Wissenspunkt erhalten. Diesen können wir nutzen, um auch solche Technologien zu erforschen, die Wissenspunkte benötigen. Geil, okay, das ist doch geil. Um eine Technologie erforschen zu können, müssen außerdem unsere Siedlungszweige weit genug fortgeschritten sein. Baue zusätzliche Gebäude, die dem Zweig zugeordnet sind, um auf diesem voranzuschreiten. Um die Lehmgrube zu erforschen, sollte unsere Siedlung jedoch genügend Fortschritt gemacht haben. Alles klar. Erforsche Lehmgrube. Wie ging das nochmal? Hier, genau. Und da sehen wir ja auch die Gebäude sozusagen, ne? Das wird wahrscheinlich Wirtschaft sein, Lehmgrube. Ja, und da brauchen wir 15 Punkte, also einen Wissenspunkt, ne? Und 15 Level auf Wirtschaft. Und da haben wir 38. Achso, stand hier oben auch. Okay, dann können wir jetzt die Lehmgrube erforschen. Forschungskosten haben wir auch. Hier können wir anscheinend dann die Siedlung auswählen. Okay, wir erforschen das mal. Spitze, damit können wir Lehmgruben bauen. Auch in der Zukunft müssen unsere Siedler unbekannte Orte besuchen, um genügend Wissen für die weitere Forschung zu sammeln. Vielleicht ist jetzt sogar ein guter Zeitpunkt, einige weitere Ruinen zu erkunden. Ganz wie du magst. Das Ding ist, wir haben halt jetzt nicht mehr so viel Platz, deswegen würde ich erstmal kurz zurückfahren und dann jetzt hier überstehe die Stange. Lehm wird in einer Lehmgrube abgebaut. Das ist, denke ich, wieder Standardkost. Wir gehen hier hin, bauen irgendwo eine Lehmgrube, suchen hier unten nach Lehm aus seiner, muss einem am Ort platziert werden, an dem Lehm vorkommt. Das war einfacher als gedacht, denn hier werden ja die Ressourcen, die wir sozusagen in unserer Siedlung haben, angezeigt. Das ist auch so ein bisschen wie bei Anno. Und dann können wir hier sozusagen einfach hinklicken. Okay, das hätte ich mir vorher mal kurz vielleicht genauer angucken sollen. So, und jetzt bauen wir hier noch einen Weg hin. Und jetzt müsste mittlerweile ja wahrscheinlich auch unser Fahrzeug angekommen sein. Neue Anweisung? Und dann würde ich sagen, Waren mit Siedlung tauschen. Und dann können wir das ganze Zeug hier mal rüberpacken. Und wir nehmen uns jetzt aber ein paar Werkzeuge mit. Lass uns mal 10 Werkzeuge mitnehmen. 10 Werkzeuge. Was brauchten wir vorhin noch? Um da dieses Ding, diesen Tresor zu öffnen. Ah, scheiße, habe ich irgendwie ein bisschen vergessen, was wir da noch brauchten. Egal, wir fahren jetzt mal mit den 10 Werkzeugen los und dann gucken wir uns mal die nächste
Ruine an. Fahren wir mal ruhig hier hin. Warte kurz, bis die Lehmgrube gleich hier fertig ist. Okay, das mit den Expeditionen finde ich ehrlich gesagt ist eine schöne Abwechslung zu so einem Spiel. Was mich später dann so ein bisschen interessiert ist, kann man das automatisieren? Ich bin immer so ein Fan von Automatisierungsgeschichten, weil ich jetzt hier vielleicht nicht so die ganze Zeit manuell irgendwo rumfahren will. Da waren wir schon. Guck mal, hier ist gleich das nächste, das können wir ja dann direkt machen. Gucken wir uns das mal an. Das dieses zu automatisieren. Das ist weniger beschädigt als der Rest des Ödlands. Mal sehen, was wir hier finden können. Ja, gucken wir mal, ne? Ich sehe mir das an. So, da war schon ein bisschen was drin. Was haben wir noch? Leiter, Unterlage, Bretter. Da können wir mal ganz kurz hingehen. Kommen wir denn da rein? Über die Leiter dann, oder was? Oder können wir einfach unterwegs. Hier? Nee, da können wir nicht reinmarschieren, ne? Nee, wir gehen mal über die Leiter. Also ich halte hier halt gerade die ganze Zeit Space gedrückt, ne? Hier unten steht das ja. Dann zeigt mir das an, was hier alles so ist. Ah, Gummi, guck mal. Ich sehe mir das an. Ja, stark. Mache ich. Guck mal in die Kiste. Boah, noch mehr Schrott, geil. Mache ich. Jetzt dieser alte Safe ist ohne erheblichen Aufwand nicht zu Eisen, knacken. Werkzeug. Ein echter Glücksfund. Diese Art Pflanzen ist uns unbekannt. Jod wir werden und sie Kautschuk. Mitnehmen. Geil, ey. Das, also, okay. Das ist eine völlig neue Komponente hier in so einem Aufbauspiel, finde ich. Und das ist cool. Also das ist jetzt auch so, ich freue mich, dass ich das gefunden habe. Und das macht irgendwie so ein bisschen jetzt auch diesen Survival-Charakter aus. Dass wir jetzt sagen, ey, guck mal, wir haben jetzt eine neue Pflanzenart gefunden, neue Samenart. Und die können wir dann sozusagen einbringen. Ich finde, die Kameraführung ist irgendwie noch ein bisschen, also oder ich bin da zu blöd für, aber wo müssen wir denn jetzt hier verdammt nochmal hinfahren, um... Wo ist denn hier unsere Hauptsiedlung? Das ist doch unsere Siedlung hier, so. Und dann müssen wir hier hinfahren. Alles klar. Okay, alles klar. Jetzt wollten wir nochmal zur Tongrube. Zack, zack, zack. Klasse. Lehm ist die Grundlage für ein ganz neues Baumaterial. Auch mehr Wasser. Vergiss nicht, die Lehmgrube profitiert von einem Straßenanschluss. Mhm. So wie der neu gewonnene Lehm muss jetzt zu Ziegeln gebrannt werden. Das macht die Ziegel. Okay, verstanden. Also, wir brauchen jetzt erstmal eine Ziegelei. So, das muss ich erst erforschen, ne? Ja. Ah, und dafür brauchen wir 10 Lehm. Okay. Aber wir müssen uns auf jeden Fall auch weiterhin um Wasser kümmern. Und ich finde, das ist wahrscheinlich in den Brunnen ist das wahrscheinlich ein bisschen effektiver, ne? Ja, wir bauen hier noch so einen Brunnen hin. Jetzt warten wir kurz, bis das hier fertig ist. Und wir müssen natürlich auch weiterhin darauf achten, dass wir Zelte bauen. Ich glaube, wir sind nämlich hier im Maximum. 40 von 40, ja. Machen wir hier auch. Tack, tack, tack. Passt da noch einer rein? Da passt noch einer rein. Jetzt haben wir aber keine freien Dudes mehr. Jetzt schauen wir aber mal, dass wir bei der Unterkunft gucken, dass wir vielleicht die Unterkünfte hier irgendwie nochmal dran bauen. Einfach nochmal 3 Unterkünfte, was soll's. Ziehen wir das hier rein. Genau, und jetzt brauchen wir gleich noch eine Ziegelei. So, die werden nicht gebaut, weil wir keine freien Dings haben. Dann ziehen wir hier wieder einen von ab. Und jetzt wird gebaut, ne? Okay. Alles klar, verstanden. Macht ja auch irgendwie Sinn. Jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Platz für neue Leute. So, und was ich hier noch gerne hätte, wäre noch ein Lager. Materiallager. Gucken wir mal, dass wir hier die Produktion ein bisschen hoch rampen. Brauchen natürlich, hier brauchen wir tatsächlich 3
Arbeiter, die haben wir im Moment noch nicht. Jetzt haben wir sie. Wie du siehst, fängt die Ziegelei sofort an zu arbeiten, wenn sie Kohle und Lehm zur Verfügung hat. Kohle braucht die auch, okay. Die Herstellung von Ziegeln braucht eine Menge Arbeitskraft. Aber bevor du neue Häuser baust, bedenke, dass mehr Bewohner neben mehr Wasser und Nahrung auch mehr Schutzkleidung brauchen. Mhm. Eine Siedlung zu gründen ist ein kompliziertes Unterfangen, nicht wahr? Ja, ist es. Du schlägst dich gut. Wenn ich dir zu schnell bin oder etwas schief läuft, dann lass mich warten und kümmere dich um das Überleben unserer Siedlung. Baue, wenn nötig, neue Stege, Brunnen, Fischereien und so weiter, um die Versorgung sicherzustellen. Mhm. Das wird erstmal automatisch gespeichert und ich glaube, das soll auch dann ein Zeichen dafür sein, dass wir mit dem Video aufhören. Mal gucken, ob sie noch was zu sagen hat. Neben der Strahlung kann auch die Gesundheit einer Siedlung zum Problem werden. Je mehr Siedler, desto schneller kann sich der Gesundheitszustand einer Siedlung verändern. Als erstes solltest du eine Sumpffarm bauen und dort Kräuter anbauen. Okay, was ich sagen wollte, also es wird jetzt natürlich mit der Zeit immer komplexer. Auch hier habe ich jetzt gerade gesehen, dass sich die Produktionszeit um mal 3 verlängert, weil ein gleiches Gebäude im Umkreis ist. Also das ist, war nicht gut, hier sozusagen mehrere Brunnen zu bauen, beziehungsweise nicht so nah zusammen. Also hier hinten hätten wir noch einen Brunnen bauen können, dann wäre das Ganze deutlich besser gewesen. Ja, ich würde aber trotzdem sagen, wir hören hier auf. Ich nehme schon wieder eine ganze Weile auf, um einen Eindruck von dem Spiel zu kommen. Ist, glaube ich, diese Demo wirklich gut. Ich kann sie euch nur ans Herz legen. Mir macht das Spiel tatsächlich Bock. Ich wusste, also ich habe mich auch bewusst nicht wirklich spoilern lassen von anderen, die schon vorab Zugang hatten. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass man diese Expeditionen machen kann oder ich wusste, dass es Expeditionen gibt, sagen wir es mal so, aber ich wusste nicht, dass man da jemanden steuern muss und wirklich durch so ein Gebäude durchrennt und so. Das finde ich ist eine schöne Abwechslung, auch wenn ich mir wünsche, also ich weiß nicht, ob das später so ist, ich würde mir wünschen, dass man das automatisieren kann, das wäre natürlich eine tolle Sache, weil ich glaube auch nicht, dass diese Karte jetzt sozusagen insgesamt das Größte ist, was wir so haben. Ich denke, dass es da noch deutlich größere Karten gibt und viel, viel mehr Dinge zu erkunden und dann macht natürlich eine Automatisierung irgendwie immer Sinn. Was sagt ihr denn zu Endzone 2? Oder kanntet ihr denn den ersten Teil schon? Habt ihr den schon gespielt? Ist das jetzt für euch was ganz Neues und oder auch ein ganz neues Genre, dieses Survival-Aufbau? Ich finde es auf jeden Fall cool. Ich freue mich auf die Vollversion, die bald kommt. Oder ist das dann Early Access erstmal? Ist auch egal. Auf jeden Fall das, was nach der Demo dann veröffentlicht wird. Und da könnt ihr sicher sein, dass ich da sicherlich nochmal Content bringen werde. Denn mir gefällt Endzone 2 wirklich richtig gut. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis bald.